Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und in dem heutigen Video möchte ich mir mit euch mal gemeinsam 5 Baumöglichkeiten anschauen, die ich mir sehr für Jurassic World Evolution 2 wünsche, welche allerdings noch nicht durch Screenshots oder Videos bestätigt wurden. Das heißt, die waren leider bis jetzt noch nicht zu sehen und deshalb können wir eher davon ausgehen, dass die nicht im Spiel sein werden. Allerdings sind das Sachen, die ich wirklich wichtig finde und wo ich hoffe, dass sie dann doch noch im Spiel sein werden, weil wir haben ja bis jetzt nur einen Bruchteil von Jurassic World Evolution 2 gesehen. Es werden ja noch viele weitere Sachen für uns revealed in den Feature-Fokussen oder den Species Field Guides oder halt Foren-Posts. Und dadurch besteht natürlich auch noch große Hoffnung, dass einige dieser Dinge dann doch später im Spiel sein werden. Kommen wir jetzt zum ersten Punkt und das ist tatsächlich einer, den ich unbedingt im Spiel haben will. Nämlich sind das Wasserfälle bzw. Fließgewässer. Bei Jurassic World Evolution 1 gab es ja auch schon Wasserfälle, allerdings waren die nur Teil von Hintergrundgestaltung von den Karten. Also die konnte man nicht selber bauen oder platzieren. Die waren schon da und dann konnte man die halt auch später durch die Bigger Islands Mod auch in seinen Parks halt verwenden, wenn man halt die Gehege direkt bei diesen Wasserfällen gebaut hat. Ich persönlich liebe Wasserfälle und allgemein fließendes, plätscherndes Wasser, weil ich das Geräusch erstens sehr beruhigend finde und außerdem finde ich es immer schön, wenn halt Bewegung im Gehege ist und ja, bewegtes Wasser bringt halt Bewegung und auch Atmosphäre in die Parks. Und mir würde es tatsächlich auch schon ausreichen, wenn es dann irgendwie 3 bis 5 verschiedene Wasserfälle gibt, die man einfach platzieren kann. Das wäre halt einfach schön dann für Hintergrundgestaltung oder halt Gehege und ich würde es einfach toll finden. Auf Screenshots oder Bildern haben wir bis jetzt noch gar nichts in diese Richtung gesehen, also nicht mal als Hintergrundgestaltung oder so. Da war nichts von Wasserfällen zu sehen, leider. Genauso natürlich Fließgewässer, das wären dann zum Beispiel Flüsse, die dann auch wirklich Bewegung im Wasser haben. Oder zum Beispiel sogar Stromschnellen, würde ich auch richtig cool finden. Das muss ja nicht mal so sein, dass es wie bei Planet Zoo ist, dass man wirklich alles einzeln bauen kann oder sowas. Das wäre halt schon ausreichend, wenn man, wie gesagt, eine bestimmte Auswahl hat und dann einfach fertig platzierbare Objekte bauen könnte. Das könnte man dann auch echt super schön gestalten mit so ein bisschen Nebel noch und ja, das erinnert mich gerade so ein bisschen an das JW1 Aviarium, da war auch mal so eine richtig schöne Atmosphäre. Wenn es sowas in der Art geben würde, das würde ich richtig cool finden und feiern, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Chancen da gar nicht so schlecht für stehen, weil Wasserfälle im Hintergrund werden wir bestimmt auf der einen oder anderen Karte haben und dann könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es möglich ist, diese Wasserfälle dann auf diesen Karten zumindest selber auch irgendwo zu platzieren. Der nächste Punkt auf meiner Liste sind verschiedene Wassertiefen. Auch diese wünsche ich mir wirklich sehr für das Spiel. Schon alleine aus dem Grund, dass man dann auch mal Wasser halt flach machen kann, so wie es halt bei Jurassic World Evolution 1 der Fall war, damit die Dinosaurier da auch durchlaufen können. Aber dass man auch die Möglichkeit hat, das Wasser so tief zu gestalten, dass bestimmte Dinosaurierarten dieses zum Beispiel nicht mehr durchqueren oder überqueren können. Dann könnte man das Wasser nämlich auch zum Beispiel als natürliche Barriere zwischen Gehegen oder zwischen Gehegen und Besucherweg oder sowas benutzen. Außerdem wäre es natürlich auch cool, in einem Gehege, wo zum Beispiel ein Spinosaurus lebt, das Wasser dann auch mal etwas tiefer zu machen, damit der Spinosaurus auch vielleicht mal tauchen kann oder ein bisschen rumschwimmen kann und sowas. Weil bis jetzt war es ja eigentlich immer nur ja, Knöchel bis Knie tief für so große Theropoden. Im Forum von Frontier wurde auch schon eine Frage diesbezüglich beantwortet. Dort schreibt einer vom Jurassic World Evolution Team, dass das Wasserplatzieren wieder so sein wird wie im ersten Spiel. Das heißt, man wird dann sowas wie einen Pinsel haben und mit diesem kann man das dann in die Landschaft einzeichnen. Die große Frage ist halt jetzt, ob es dann zusätzlich die Möglichkeit haben wird, bei diesem Pinseltool die Tiefe einzustellen, weil man muss ja auch noch im Hinterkopf behalten, dass wir in diesem Teil auch Wasserkreaturen bekommen. Bei den Wasserkreaturen wird es ja dann wahrscheinlich ähnlich wie beim Aviarium sein, dass man ja solche Becken bauen kann, die man aneinander connecten kann und die werden dann dementsprechend größer. Aber ich persönlich glaube, dass die Chancen wirklich ziemlich gut stehen für verschiedene Wassertiefen, weil ich stelle es mir halt komisch vor, so ein Becken zu haben und dann nicht um dieses Becken herum das Wasser ja anpassen zu können. Es wird ja komisch aussehen, wenn man dieses Becken baut und dann an dieses Becken direkt wäre flaches Wasser.
Wisst ihr, was ich meine? Also das würde ja eigentlich optisch gar nicht funktionieren. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass man diese Becken wirklich nur schon in vorgegebenen Gewässern bauen kann, wie zum Beispiel diesen großen Seen, die man schon gesehen hat. Aber das würde ich schon wieder ziemlich doof finden, muss ich sagen, weil das würde die Baumöglichkeiten wirklich sehr stark limitieren. Und als nächsten Punkt habe ich funktionierende Unterstände für die Dinosaurier und Urzeitlebewesen. Ich würde es richtig cool finden, wenn es auch platzierbare Objekte geben würde, welche die Dinosaurier nutzen können, um sich halt vor Wetter zu schützen und sich mal unterzustellen. Das könnten ja zum Beispiel große Bäume sein mit einem riesigen Blätterdach oder irgendwelche Stein- oder Felsformationen. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Dabei wäre es für mich auch schon wieder völlig ausreichend, wenn es eine bestimmte Anzahl an fertigen, platzierbaren Objekten geben würde und die Dinosaurier das dann auch sinnvoll nutzen, zum Beispiel mal zum Schlafen oder wenn es halt regnet oder wenn dann mal eine Umweltkatastrophe kommt, weil wir kriegen ja zum Beispiel neue Schneestürme oder Sandstürme und da wäre es ja eigentlich nur realistisch und sinnvoll, wenn die Dinosaurier sich dann auch ja unter diesen Unterstand zurückziehen können. Und es könnte auch noch in den Management-Aspekt mit einfließen, weil das könnte man ja auch zum Beispiel als Territorienanforderungen für die Dinosaurier hinzufügen. Die suchen sich ja mittlerweile so Territorien, die dann halt passend sind von den Pflanzen und von der Landschaft. Und dann könnte man ja zum Beispiel auch in diese Territorienanforderungen halt Unterstände mit reinpacken, dass wirklich die Dinosaurier nur glücklich sind, wenn es in diesem Bereich dann auch ja Unterschlüpfe oder Unterstände gibt. Wie die Chancen dafür stehen, kann ich leider noch nicht sagen. Man hat noch nichts in der Art irgendwo gelesen oder gesehen. Deshalb glaube ich eher, dass es mit Unterständen nicht ganz so gut aussieht. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Und das sind verbesserte Terrain-Tools. Es wäre einfach schön, wenn man die Möglichkeit hätte, mit diesen Terrain-Tools zum Beispiel Höhlen, Tunnel oder auch Klippen zu bauen. Wobei es dann natürlich auch so ist, wenn man die Möglichkeit hätte, Höhlen und Tunnel zu bauen, dass dies dann natürlich auch zu den Unterschlüpfen der Dinosaurier beitragen würde. Aber gerade die Tunnel wären nicht nur für Dinosaurier interessant, sondern auch für die Besucher, weil ich würde es richtig cool finden, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hätte, einen Tunnel durch den Berg zu bauen und durch diesen Tunnel gelangen die Besucher dann in einen ganz anderen Bereich von dem Park. Klippen sind natürlich auch eine interessante Sache. Die tragen nämlich nicht nur optisch zu den Gehegen und zu dem Park bei, sondern die könnte man auch zum Beispiel als natürliche Barriere verwenden. Und dann könnte man sich den ein oder anderen Zaun an bestimmten Stellen sparen. Außerdem wäre es natürlich auch cool, wenn man allgemein mit dem Terrain-Tool steilere Berge und Erhöhungen bauen kann, weil das war ja im ersten Teil zum Beispiel auch nicht möglich. Das kam dann erst durch die Enhanced Terrain-Tool Mod. Und der letzte Punkt auf meiner Liste sind erhöhte Wege. Was damit gemeint ist, ist glaube ich relativ klar, sind halt Wege, die dann auf Stützen irgendwo entlang geführt werden können. Die kann man dann gerade besonders gut in ja unebenen Terrain verwenden. Zu diesen erhöhten Wegen zählen dann natürlich auch Rampen. Das ist dann, eine Rampe wäre dann der Übergang zwischen dem normalen Weg und diesem erhöhten Weg. Dann haben wir noch Brücken, das wäre dann einfach ein erhöhter Weg über Wasser. Und man könnte damit auch richtig coole Aussichtspunkte bauen, die dann sogar vielleicht direkt über den Zaun in das Gehege sozusagen führen, beziehungsweise über das Gehege. Und dann hat man einen perfekten Blick von oben runter in das Gehege. Wäre natürlich auch noch schön, wenn die Besucher dann Aussichtspunkte, die man extra baut, auch wirklich benutzen würden, weil bei Jurassic World Evolution 1 konnte man natürlich auch so Aussichtsplattformen quasi selber bauen, aber die Besucher hat das eigentlich nicht wirklich interessiert. Was erhöhte Wege und sowas angeht, haben wir leider auch noch gar nichts gesehen und ich glaube persönlich, dass die Chancen dafür richtig, richtig schlecht stehen. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwas in der Art bekommen werden, aber ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Und ja, Leute, das waren meine 5 Baumöglichkeiten, die ich mir sehr für Jurassic World Evolution 2 wünsche. Schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch noch so zusätzlich wünschen würdet. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.